Killers und herzlich willkommen zu Kingdom Come. Ah, so, jetzt Salat. Ach ja. Neue Aufnahmesession. Was machen wir? Nee, was ist los mit dir? Sag an, was willst du von mir? Du da, komm mal kurz hin. Ich könnte dich beklauen, das könnte gehen. Was ist los, Bruder? Beste Grüße. Ja, Grüße zurück. Wieso lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich... Skalitzer. Worum geht es? Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb. Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Gucken wir mal, vielleicht können wir ihm das Geld sogar aus unserer Tasche geben, weil, hey, kommen wir genügend. Na schön, ich glaube, das bekomme ich hin. Um wie viel Geld geht es? Alles, was er bei sich hat. Die Hälfte gehört dir. Das kommt mir verdächtig vor. Das musst du wissen, aber wenn du mir das Geld von Pastera besorgst, kann ich dir sicher den ein oder anderen Auftrag zuschanzen. Guck mal. Schön, dass es diese Option gibt. Da hast du dein Geld. Ich bin dir ein Weilchen gefolgt und hab dich keinen ausrauben sehen. Aber Geld stinkt nicht. Hier, ein Teil von dem Geld, wie versprochen. Und ich hab einen anderen Auftrag für dich. Sag an, Bruder. Was für ein Auftrag ist das? Wo du auch hingehst, siehst du arme Tölpel wie mich, die nicht mal einen Pisseimer haben und betteln müssen. Ja. Aber du siehst auch diese vornehmen Rateier, wie sie hochnäsig daherstolzieren, nur an sich selbst denken und sich einen Dreck um uns arme Leute scheren. Ja. Mit dem Geld aus dem Beutel einer einzigen vornehmen Gans könnten wir uns alle satt essen. Ja. Machen wir mal, vielleicht können wir ihm wieder Geld geben. Ein voller Magen für alle? Das muss dann aber ein dicker Geldbeutel sein. Ich versuche es. So ist's recht. Im Gegenzug bringe ich dir was bei und du bekommst natürlich auch was ab. Hier ist das Geld, das du wolltest. Spielen das Spiel einfach weiter. Gut, die Hälfte ist für dich. Na, willst du noch einen Auftrag? Du, wir können es immer weitermachen. Ein weiterer Auftrag? Ich bin ganz Ohr. Jawohl, es gibt da so eine Witwe bei uns im Lager, die im Elend lebt. Sie hat das letzte Erinnerungsstück an ihre Mutter, dem Pfandleiher, verkauft, damit sie ihre Kleinen ernähren kann. Jetzt bedauert sie es und bekommt nachts kein Auge zu. Ich soll das Erinnerungsstück zurückholen? Genau. Ich würde es ja selbst holen, aber sobald ich einen Fuß auf den Hauptplatz setze, verdreschen mich die Büttel. Okay. Hol ihren Ring von diesem Wucherer Wolfram Bruder zurück. Deine Belohnung kannst du dir bei ihm aussuchen. Er ist so reich, dass es wehtut. Okay. Bin bald zurück. Auch die Tochter, die hübsche. Sorry. Hey. Die Tochter, die, ich will nur vorbei. Ey, Mademoiselle. Danke. Jana, die Bettlerin. Guten Tag. Ach, das ist die Bettlerin. Okay, wir können natürlich ein paar Sachen fragen, aber wir haben ja alles eigentlich so mitbekommen. Wir haben gerade ein Level abbekommen fürs Stehlen. Also ist jetzt nicht schlecht. Erhöht die Chancen, wenn dein Opfer die gleiche Charisma-Stufe auswählt. Nee, wenn du Leichen plünderst, findest du mehr Münzen. Ja, das machen wir doch, oder? Ein guter Riecher. Also wir können jetzt auf jeden Fall besser stehlen. Ich weiß nur nicht, ob es Sinn macht, Wolfram Bruder jetzt einfach mal zu beklauen. Wir können ihn auch mal fragen. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Na, schade. Alles Gute. Okay, gut, das heißt, wir müssen ihn tatsächlich mal jetzt bestehlen. Jetzt kommen wir nicht drum herum. Ich wasche mich mal. How sieht's aus mit Money? Ich würde mir gerne mal so eine kleine Rüstung zusammenbauen. Die, ja, ist ja gut, die mir vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, eher, Moment, da muss ich aber zu dem da, nicht Schutz gewährt, sondern halt, ja, mich ein bisschen besser schleichen lässt. Weil, stellt euch vor, so ein Klappergestell, wie ich jetzt hier gerade bin, geht ja mal gar nicht. So, wir fragen mal nach. Was hast du denn so? Möge Gott dich segnen. Ja, klar kannst du das.
Hör mal zu. Sag mal an, was hast denn du so Schönes? Erstmal gucken wir nach Rüstungen. Brücke, boah. Oh, das macht zu viele Geräusche. Na, der sächsische, schwere Gambeson, okay. Die gefärbte Bunthaube, wobei die gepolsterte weniger macht. Krass. Und gibt mehr Charisma. Okay. Ein blauer Jupon. Grüner Pourpon. Schmiedeschürze. Ja klar, damit laufen wir jetzt rum. Okay. Okay, also ich habe so eine kleine Übersicht. Okay, edle rote zum Beispiel. Eng, oh, die sind gut. Enge blaue. Die, wie sind die Auffälligkeit? Sichtbarkeit, Auffälligkeit, ne? Darauf müssen wir halt auch achten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier das trage, boah, das macht echt auffällig. Wir brauchen halt etwas, was echt gegen Null geht. Also das wäre halt immer so eine Sache. Und halt nicht so laut ist. Ja, zum Beispiel enge blaue Beinlänge würden zum Beispiel schon mal passen. Grauer Kapuzenschal, naja. Kurzer dunkler Wappenrock, den könnten wir zum Beispiel auch nehmen. Dann sind wir noch weniger sichtbar. Schwarzer Pourpon, oh, wir könnten den schwarzen Pourpon nehmen. Der hier ist besser, ne? Da auch so ein bisschen Alltagskleidung mit drin, ne? Okay, also so ein, zwei Sachen habe ich schon mal im Blick. Das brauchen wir ja nicht, aber wir bräuchten einen schwarzen Pourpon. Was hatten wir noch? Wir hatten noch die blauen Beinlinge und das schwarze, den schwarzen dunklen Wappenrock. Also wir brauchen ja nicht das edelste. Enge blaue da. Ich meine, wir haben genügend Geld. Holen wir uns das einfach mal. Und jetzt müssen wir halt gucken. Moment, ich ziehe ausschließlich mal das jetzt an. Und so sieht das jetzt aus. So. So sieht das jetzt aus. Wir haben Sichtbarkeit 36. Haben wir irgendwas an, was wir nicht benötigen? Okay. Wir bräuchten Schuhe. Schuhe definitiv. Und dann können wir gucken, ob wir vielleicht sowas wie einen Schutz oben drauf mitnehmen können. Weil es wird schon Sinn machen. Moment. Gott sei mit dir. Einfach einmal um zu klauen, aber auf der anderen Seite auch vielleicht ein bisschen, ja, einfach um auch mal was zu haben, damit wir geschützt sind. Die dunkle Brigantine, ich nehme einfach die mal rüber, weil dann können wir sogar außerhalb schleichen und sind auch nicht so schlaganfällig. Boah, das ist echt schwer hier sowas zu finden hier. Ja, der bayerische Gambeson, aber wir haben ja den Pourpon. Oh, dunkler sächsischer Gambeson sogar. Ich nehme den einfach mal mit und vergleiche den dann. Oh, die machen zwar ein bisschen Geräusche, aber wir nehmen die mal mit. Dunkler sächsischer sogar. Wie gesagt, wir können am Ende nochmal verkaufen. Jagdhandschuhe, okay. Edle grüne Beinlinge. Okay, das verbessert die Sichtbarkeit. Wie gesagt, weil das, was wir jetzt im Moment haben, das macht unglaublich viel Krach und sowas. Ja gut, das würde das ein bisschen aufwerten. Der Pourpon, der ist ja echt auffällig dann. Ja, wir müssen mal gucken. Also, der dunkle sächsische, der ist fast schon besser. Und der gibt auch gut Schutz. Das heißt, den können wir erstmal zurücklegen. Und das würde heißen, mit den Schuhen zusammen würden wir halt, ja, wir würden halt 7 Geräusche dazu bekommen, aber wir hätten halt einen Schutz, ne? Und das nicht mal so einen schlechten. Um sowas geht es mir halt. Wir haben dann aber auch noch immer keine Kopfrüstung. Wir können ja mal gucken, was wir so für einen Kopf hätten, aber da bräuchten wir nicht so, was haben wir denn so, kurze Brigantine. Das bringt halt nichts, irgendwie noch so einen Schutz dazu zu holen. Das ist alles so unfassbar laut. 85. 86. Selbst die vernieterten Dinger sind hier. Das ist vielleicht gerade mal so
Aber, boah. Das müsste halt echt irgendwas so krasses sein. Aber wir haben ja noch einen Laden, da können wir auch nochmal vorbeirennen. Aber das war auch mal spannend dann. Okay, also wir hätten den Pourpon, warte mal. Den Wappenrock können wir ja behalten, das ist ja schon mal okay. Grünen Beinlinge, wir haben... Okay, wir haben 35, 28. 19, 31. Okay, also das heißt, hier machen wir einen Wechsel. Den Pourpon. Im Gegensatz zum Gambeson. 8, 13. Und der hat nicht so viel Schutz. Der sieht halt edler aus. Oh, nicht so viel edler. Ja gut, dann das Pourpon. Ja. Und ansonsten bleibt alles gleich. Wir würden noch Handschuhe dazu bekommen, das dazu bekommen und eine Brigantine dazu bekommen. Wie kostet das? Boah, das falsche ich aber runter hier, hä? Besprechen wir den Preis. Ich weiß, wir geben jetzt gerade mal so ein bisschen Geld aus. Aber für solche Schleichmissionen ist das eigentlich ganz geil. Wie wär's damit? So kriegst du mich nicht rum. Na komm. Wie wär's damit? Das ist zu wenig. Na komm. Siehst du? 3-1 ist schon mal sehr gut. So, wenn wir jetzt die edlen... Die sind ein bisschen lauter sogar, hey. Das hier, der dunkle Jupon, der bringt halt nicht so viel. Aachener Brigantine. Das kommt rein und das kommt rein. So. Ja, das ist doch super. 28, 31, 9 nur. Wir haben halt, also wir versuchen ja so ein bisschen zu gucken, dass wir auch ein bisschen Schutz bekommen. Okay, Körperkettenpanzer bloß nicht, nur Schuhe bräuchten wir noch und vielleicht irgendwas für den Kopf. Sieht doch gut aus. Also eine Freizeitbekleidung, Anführungsstrichen. Also, ja, damit können wir auch gut jagen, gut kämpfen. Wäre doch was, oder? Also ich überlege gerade, das ist doch, dass wir jetzt so hätten, das wäre doch sexy. Und halt, wie gesagt, wir brauchen halt nur noch Schuhe, damit wir noch leiser sind. So leise Treter gibt es bestimmt oder sowas. Haben wir ja schon mal im Inventar gehabt. Ich habe es nicht aufgehoben und so. Und wir wollten uns eh so ein bisschen schickere Sachen holen. Also gut, es ist jetzt nicht sehr schick, aber es ist normaler. Es ist jetzt kein Kettenpanzer. So wie wir ihn sonst haben. Sonst haben wir immer einen Kettenpanzer mit dabei. Guten Tag. Hi. Nein. So, edle Stiefel, nee. Also edle Dunkelschuhe sind okay. Schwarze Leisetreter. Das wäre doch genau das, was wir bräuchten. Dunkle Reiterstiefel. Dann würde ich halt einen von denen hier nehmen. Tatsächlich den hier oben hier. So, dann haben wir ja nochmal ein Level-Up quasi. Was passiert? Oh, wir sind leiser, wir sind nicht so auffällig. Sehr gut. Ja, also damit kann ich mich halt echt auch draußen zeigen. Alles gut. Chill. Ja, weil so wären wir mega auffällig auf Dauer. Ja, so ein bisschen gepolsterte Bunthaube. Macht halt ein bisschen, ja, ein bisschen Unruhe schon mit rein. Ich würde tatsächlich mal nach Sasau reisen. Aber Moment, dafür mache ich Folgendes. Ich will ja nicht auf dem Weg abnippeln. Ich ziehe meine richtigen Sachen an. Oder wir reiten nackt auf dem Pferd rüber, komm. Warum habe ich Biancas Ring dabei? So. Jetzt einmal volle Ausrüstung wieder ran. Und gleich werden wir den riesen Unterschied merken. Ist alles dran? Jo. Wir haben halt einfach richtig Schutz, aber dafür 100% Geräusche. Sichtbarkeit geht sogar bei dem, aber die Geräusche, Alter. Lauf damit mal durch die Gegend. Also weißt du, so ein Pferderitt ist ja nichts gegen. Ja, dann rüsten wir uns nochmal aus und dann können wir nochmal zurück nach Ratai. Weil dann können wir vielleicht auch ein paar Schleichmissionen machen. Weil ich denke mal, wenn wir jetzt so schon die nächste Quest so anschauen, wird das sehr viel mit Schleichen zu tun haben. Und ich habe keinen Bock, irgendwie die ganze Zeit entdeckt zu werden.
Ich will auch mal nachts ein bisschen hier sneaky sein. Weil das haben wir halt noch gar nicht gemacht. Wir sind da unglaublich schlecht auch drinne. Und warum nicht einfach mal, ja, einfach mal ein bisschen sneaky unterwegs sein. Auch wenn das jetzt nicht unsere größte, beste Eigenschaft ist, aber hey. Wir haben halt auch die Möglichkeit, super gut anzugreifen dann. Weil wir halt super gut schon im Schwertkampf sind. Also da müssen wir uns halt echt keine Sorgen mehr machen. Also hat schon was. Ich glaube, ich reite falsch, ne? Alter, Sasau ist da hinten. Das heißt, ich muss zum Müller runter, ha? Huh? Oder wir drehen um. Ach, scheiße. Bin komplett falsch geritten. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich da hin will. Aber Sasau ist da ungefähr. Na. Okay. Aber das schaffen wir auch noch. Ja. Also ich muss zugeben, also das Spiel macht mir unheimlich viel Spaß. Es gab übrigens heute einen, ich glaube, einen 1,8 großen, also 1,8 Gigabyte großen Patch. Anscheinend gab es so ein paar Game-Breaking-Bugs, wo irgendwie, keine Ahnung, wenn du mit jemandem gesprochen hast, ist das Gespräch gefreezed und dann konntest du nichts mehr machen. Ich finde gut, dass sie das gepatcht haben. 1,8 GB ist eine Menge, aber das finde ich gut. Also gut, es kommt halt immer darauf an, welche Dateien du übertragen musst, wo eine Veränderung eben durchgeführt wurde. Auch wenn es irgendwie so ein paar KByte sind, ja. Kann es halt sein, dass die, also ein paar KByte Änderung, kann es auch sein, dass es eben eine, keine Ahnung, Gigabyte große Datei ist. Also von daher hat das erstmal noch nicht viel zu sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Also man hat vieles nochmal nachgepatcht und ja, hat das Spiel auch verdient. Vielleicht, ich weiß nicht, haben wir irgendwelche... Ja gut, wir hatten ein paar Sitzbugs und sowas gehabt, aber das war schon immer so. Ja. Da mache ich jetzt mal kein neues Fass auf. Die gibt's halt, aber die gibt's halt auch in Skyrim oder so. Also hey. Das finde ich halt immer so ein bisschen komisch. Also wenn wir jetzt gerade so über Patches und Games reden. Und gerade auch die mit damit verbundenen Bugs manchmal. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass man, ja, so bekanntere Marken, wie zum Beispiel Elder Scrolls, halt für Bugs nicht so sehr kritisiert. Ja, gut, sie haben teils echt weniger Bugs. Das kann ich mir so vorstellen. Wobei, wenn ich mir Fallout so angucke, Fallout 4 in dem Fall, hatte auch viele Bugs. Auch Skyrim hatte viele Bugs. Muss ich sagen, dass man halt auf so Spielen wie Kingdom Come dann häufiger drauf rumhackt und dann halt immer nur sagt, ja, aber das Spiel ist schlecht. Und ich denke mir halt so, was ist daran schlecht? Das sind halt Bugs, meine Güte. Bugs müssen doch heute erlaubt sein. Also ich meine, Kingdom Come hat eine riesige Welt erstmal. Und diese ganze Welt, die hier existiert, das ist doch nicht ein einziger Bug. Also klar. Was war denn das? Warte mal. Hey, Kumpel. Bettler. Bitte, Herr, hilfst du mir? Was ist dir widerfahren? Ich bin den ganzen Weg aus Kuttenberg gelaufen. Und zwar barfuß. Die Füße sind wund, bis auf die Knochen. Hättest du nicht ein sauberes Stück Stoff für mich, guter Herr? Ja, klar. Kann ich sie wenigstens verbinden. Büßer müssen barfuß gehen. Ich schau mal, was ich habe. Ja, komm, Alter. Nimm. So. Danke, Herr. Danke. Selten trifft man solch einen barmherzigen Samariter. Gott vergelt's dir. Jederzeit. Klar, klar, Mann. Pass auf dich auf. Geh ruhig weiter. Ja. Man sieht sich bestimmt ein zweites oder drittes Mal sogar. Ja. Ja, genau. Also, was ich sagen wollte, ist nochmal zurück zu den ganzen, Bugs, die es hier eigentlich gab. Ja, also es gab ein paar Bugs, wo ich mich puh drüber geärgert habe, sagen wir es mal so. Also puh meine ich jetzt damit sehr. Ja. Oh, wir waren hier noch gar nicht, ne? Aber trotz alledem, trotz diesen Bugs, kann ich nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Das Spiel ist wirklich gut. Also auch diese Welt gefällt mir einfach. Es ist nicht so hektisch und keine Ahnung. Ach, hier müssen wir doch den einen Typen suchen, fällt mir jetzt gerade ein, ne? Da hinten ist ein Schmied.
gucken wir gleich mal hin. Ja. Komm, wir reiten da mal kurz an. Hier war der, ne? Jo. Mal richtig gesehen. Gerade auch aus dem Augenwinkel geguckt. Hey, Kumpel. Guten Tag. Wir können jetzt hier nach Stinke fahren. Das machen wir aber später mal. Jetzt allein nicht. Oh, wir könnten Kohle kaufen. Aber der hat halt nicht viel. Okay. Ich hab gedacht, jetzt hätte der irgendwie krasse Sachen. Nochmal eine komplette Ausrüstung oder so, aber es ist halt so ein Casual Zeug hier. Oh, da ist ein Bogenschütze. Kann das sein? Ein Schießstand. Oh, nice. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ah, claro. Bist du Bogenschütze? Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ja. Ich bin Heinrich. Aus Scarlitz. Aus Scarlitz? Ich bin Vatzek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Ich interessiere mich fürs Bogenschießen. Es ist bloß, ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht. Klotzki! Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze. Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wie genau spielt man das? Ich sag's dir. Man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben. Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt ein, zwei Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Okay, machen wir's doch mal. Warum nicht? Hört sich doch cool an. Komm. Ja, dann wollten wir doch noch mal... Noch ein Klotz. Sehr gut. Nun musst du mindestens 10 Groschen setzen. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich 3 an. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der Zweite zumindest, was er gesetzt hat. Also, wie viel setzt du? Machen wir mal 20. Ich will's nicht übertreiben. Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. Machen wir das doch mal. Keine Ahnung, was passiert. Jetzt wollen wir doch noch mal... Ich brauche meinen Pfeil. Meinen Bogen. Also, okay. Wir müssen die Dinger hier abfallen. Dann machen wir das doch einfach mal. Beinahe geschafft. Nope. Okay, also so lernen wir schießen, ha? Hey, Heinrich hat einen. Wieder ins Ziel. Der eine, der hat gar nicht geschossen bisher. Verdammt, das war der Wind. Ja, das war mein Hund. Ihr habt keine Chance, ihr Taugenichtse. Getroffen. Guck mal hier, Batz. 2. Verdammt, das war der Wind. 3. Okay, das heißt, wir müssen mal vorrennen und dann schießen, vorrennen und schießen, vorrennen. Aber so können wir echt gut Bogen schießen. Wieder ins Ziel. Oh. Treffer. Okay, das ist echt cool. Aber den nächsten treffe ich. Mist, verfehlt. Jawohl, noch einer hinterher. Mein lieber Herr Schwan. Treffer. Mist, verfehlt. Ja. 6er. Du doch auf. Spocky. 11 habe ich noch. Ich habe nicht mehr so viele. Oh, hier ist ein Fischernetz. Treffer. Verdammt, das war der Wind. Mist, nochmal. Ah, den haben wir jetzt nicht getroffen, ne? Ich sehe das nie. Also, beziehungsweise, ich merke mir die Zahl. 7 haben wir jetzt. Getroffen. 8er. Komm, noch einen 9. schaffen wir. Wir sind gar nicht mal so schlecht. Ah, das war kein 9. Angelplatz? Kann man Angelplatz nutzen hier? Wieder ins Ziel! Okay, das wird echt knapp mit mir. 9. Atme Mist, dich durch. Verfehlt.
Zähne. Elbe. Ich weiß jetzt... Okay, aber ich habe halt nicht mehr so viele Pfeile. So viel... Ja, erstmal so viele Pfeile. Ich habe nur noch 4. Tatsache. Beinwell. Hey, Wuffel. Ja, Rückenschmerzen. Ja, Mann. 12. Na, komm, schieß. Traust dich nicht, ja? Mist, verfehlt. Ja, Mann, 13. Komm, den 14. kriegen wir auch noch hin jetzt. 14. Also 15 ist schon eine gute Zahl. Wieder ins Ziel. Dafür, dass wir gleich da sind. Oh fuck, ich fall fast ins Wasser. Ah, schade. Treffer. 14 Hammer. Ja, das war's doch wohl, oder? Watzek. Haben wir gewonnen? Und? Wie war ich? Gut gemacht, Heinrich. Du bist Erster. Ah. Scheint, als wärst du ein waschechter Schütze. Im Vergleich zu mir bist du zwar immer noch ein Milchbart, aber trotzdem nicht schlecht. Da, dein Gewinn. Hoffentlich spielst du damit wieder mal eine Runde. Dankeschön. Schade, dass wir von dem nicht schießen lernen können. Das wäre nämlich ganz cool. Aber gut. Sehr gut. Hey. Ja. Also, das fand ich jetzt eben gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut sind. Aber tatsächlich lernt man es auch nochmal selber so ein bisschen, wo man ungefähr zielen muss. Also zum Beispiel, das war ja auch so eine ganz große Kritik an dem Spiel, die ich gar nicht nachvollziehen konnte. Es fehlt ein Fadenkreuz beim Bogenschießen. Ich denke mir so, warum? Warum denn? Habe ich doch nichts von. So, wo ist die Herausforderung? Ich würde auch mal ein bisschen schießen können. Bildstock, hey. Also, deswegen, ich habe mich ein bisschen über die Kritik an dem Spiel schon geärgert. Nicht bösartig, ich habe nicht gesagt, oh, ihr seid alle doof, sondern ich dachte mir halt immer so, lasst euch doch mal auf das Spiel ein. Hallo. Was ist denn daran so schlimm? Naja. Wie gesagt, ich fand das halt meckern auf hohem Niveau bei dem Spiel. Es ist wirklich so viel Mühe drin und ja. Man merkt halt, dass ich ein Fan bin, also, aber ich bin generell bei Spielen so, es gibt Spiele, wo ich einfach irgendwann keine Lust mehr habe, wo ich dann sage, hat mich halt nicht gepackt, macht das Spiel jetzt aber nicht schlecht. Auf der anderen Seite habe ich halt so Spiele, wo ich sage, okay, die sind wirklich schlecht. Oder wo ich mich auch drüber aufrege, dass man die genau so gemacht hat und nicht anders. Stopp. Wir reiten gerade wieder zurück. Ich habe mich gerade gewundert, ich kenne die Strecke. Och, Junge. Ich ziehe das Let's Play in die Länge. Wie immer. Wie gesagt, das Let's Play wird sich ewig ziehen. Also es werden gefühlt Millionen Folgen rauskommen. Einfach nur, weil man immer noch mal was zu tun hat. Und die DLCs, die sollen ja richtig gut sein. Ich frage mich auch, wie die Band of Bastards... das DLC wird zum Beispiel. Darauf freue ich mich sehr nochmal. Theresas können wir auch, würde ich auch noch gerne noch relativ früh jetzt schon anspielen. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Mhm. Wer weiß. Und, ja, From the Ashes, und dann noch. Gab's noch eins? Ja, Hans Capone, genau, gab's auch nochmal. Das würde ich mir auch zum. Da, ich frage mich aber, was dort passiert, also. Gerade Band of Bastards soll richtig gut sein. Habe ich mir sagen lassen. A Woman's Lord habe ich mir tatsächlich noch nichts zu angehört. Ja. Weil ich mich da gar nicht triggern lassen will. Weil nicht, dass es dann heißt, das nur weil es eine Frau ist. Und man will hier nur was für Frauen machen. Das war ja bei Assassin's Creed Origins so. Also diese Feminismus-Debatte. Werte Herren! Warte mal. Oder reich, alt oder jung, Mann oder Frau. Warte mal. Ich habe etwas für jeden. Mag. Ey. Guten Tag, wie kann ich helfen? Du erkennst mich nicht mehr. Der ist ja einfach ansässig. Ich kann ihm alles verkaufen.
Der ist arm. Der hat nichts mehr. Okay. Schade. Ich hätte gedacht, der hätte da noch was. Ich habe auch gedacht, dass da vielleicht irgendwas Neues passiert. Irgendwas getriggert wird. Schade. Oh, und wir müssen Fritz und Matthäus noch eine Arbeit suchen. Stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. Da haben wir aber noch viel zu tun. Ach Gott. Also, wie gesagt, bei dem Spiel hast du keine Ruhe. Du hast immer was Neues. Du hast entdeckt, Sasauer Wald. Dass wir hier noch nie waren. Ja! Naja, stimmt, okay, wir sind ja anders gerannt, also anders galoppiert. Nicht über den Wald hier, sondern tatsächlich... Der Wald ist so schön. Alter. Ich liebe es nach wie vor. Dieses Spiel hat einfach was... Oh, hoppala. Ja. Meine Güte. Ich weiß nicht, wie man mein Spiel so schön machen konnte. Also wisst ihr, viele Spiele haben halt eher so, wie soll ich sagen, diesen Touch... Immer sehr schnell zu sein. Vielleicht. Da war ein Toter. Und da ist ein Kumane. Ja, komm. Lass mich doch nicht verarschen von dir. Ey, Kumpel. Okay, es sind aber viele. Und der. Aber dafür kann ich dem wehtun gerade. Und das ist nicht so schlecht. Das ist deren Stärkster hier. Einmal hier ins Gesicht, Junge. Moment, ich versuche mal die Bogenschützen wegzukriegen. Die nerven mich gerade ein bisschen. Aua, 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 aua. Fuck, Alter. Oh, fuck. Das geht gar nicht gut aus. Das geht gar nicht gut aus. Aua, die sind echt stark. Fuck, Alter. Warte mal. Okay, komm her. Hä? Warum konnte ich denn gerade nicht blocken? Aua. Okay. Der kann schon zuschlagen, wenn er will. Jetzt kommt er. Oh, fuck, Alter. Okay. Fuck, Alter. Ich häng fest. Ich wollte ihn gerade prügeln. Dann hätte ich gewonnen. Okay. Oh, ich hasse es, wenn genau sowas passiert. Okay, der ist tot. Jetzt kriege ich... Dich kriege ich aber noch. Komm, schlag zu. Du hast nicht mehr viel. Nein, nein, nein. Das war Glück im Unglück. Aber hey, danke für deine Sachen. Also, da beklage ich mich nicht. Danke. Oh Gott. Alter, haben die drauf geknüppelt. Aqua Vitalis brauche ich nicht. Ich brauche ein Lazarus-Elixier tatsächlich mal. Jetzt, also jetzt brauche ich tatsächlich ein Lazarus-Elixier. Der hat mich so gut getroffen. Mehrfach. Puh. Oh, hier ist ein Kumane? Was ist mit dem passiert? Und hier war der Dorfbewohner. Und der hat ein paar Groschen. Komm, wir nehmen die Groschen mit. Den Rest lassen wir ihn. Und seine Sachen und die Sachen der Kuman verkaufen wir jetzt. Ja. Etzadla. Alter. Was war denn das gerade für ein Angriff? Zumal die haben uns echt. Also. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Die haben mich gerade so beschäftigt. Okay, also die Verwundungen sind schon mal weg. Das ist wichtig. Zumindest das Allerwichtigste, dass die Verwundungen weg sind. Und ja. Lebensenergie steigt auch. Sehr gut.
machen wir uns mal keinen Kopf mehr. Wir wollten eh nach Rüstungen gucken, also von daher passt das auch gerade. Jo. Gut doch. Ah. Ich würde am liebsten sagen fast. Aber wir lassen das gerade mal kommen. Wir können uns jetzt drum kümmern, aber hey, was soll das schon? Was bringt uns das? Ich hoffe, der Schmied hat übrigens noch offen. Oh ne, der Ladenbesitzer geht schon. Also die Ladenwache geht heim. Das heißt schon nichts Gutes. Ah, der ist noch da. Sakra. Okay, kurzer Moment. Wir haben ein paar Sachen bekommen. Wir haben eine schwere Lamellenrüstung bekommen. Ich weiß nicht, ob wir noch so eine haben. Ich behalte sie mal. Kettenhemd, Lamellen-Schulterplatten, verzichter kumanischer Shihak. Kumanischer Helm. Gut, kumanische Reitstiefel. Nehmen wir mal eine nochmal mit zur Sicherheit. Alles, was wir dann nicht mehr brauchen, können wir dann auch verscherbeln. So, und ich möchte gerne meinen Ring anziehen. So. Ja. Will nichts stehlen. Ich will mit dem Meister reden hier. Meister Otto. Glück und Gesundheit. Mach mal. Lass uns handeln. Ich verkaufe ihm erstmal meine Sachen. Ich habe viel zu viel Zeug jetzt natürlich durch den Tod von den Typen. So. Und Waffen. Keine. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Weil er... wir suchen ja noch ein paar Sachen. Boah. Schweres Kettenhemd. Okay. Ja gut, eine gute Rüstung haben wir ja schon. Kettenhemd brauchen wir nicht. Leichte, kurze Brigantine. Gut, das wäre vielleicht noch eine Lösung gewesen. Lederhandschuhe. Nee. Eisenhut. Das ist viel zu laut. Sächsischer Gambeson. Schuppen, Stirnhaube, vernietete. Nackenschütze. Nee. Lederwams. Also tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, ja, kann man machen. Der Rest. Witzig, das Kriegswams. Das ist halt viel zu auffällig. Leichte Brigantine, das ist das Einzige, was mir tatsächlich auffallen würde. Der Rest ist viel zu laut. Oha. Das wird lustig. Ach, wisst ihr was? Wir machen hier nochmal ein bisschen Spaß. Klar. Warum? Sag mal an. Weil du es. Es muss schon. Einverstanden? So kann man nicht feilschen. Och, komm. Mein letztes Angebot. Nicht schlecht. So kann man nicht feilschen. Mit der Summe kann ich leben. Alles, Taco. So kann man nicht feilschen, weil ich dem zu hohen Preis gegeben habe. Alles klar. Also, meinen Preis eigentlich noch erhöht habe. Finde ich ein bisschen schäbig. Ja. Aber gut. Also von uns aus jetzt schäbig, ne? Ist hier irgendwo ein Schneider? Der ist ein Schneider. Ich konnte das Schild gerade so... Oh, da rennt noch jemand weg. Ah, das wird wieder eine längere Folge. Nein! Ich habe aus Versehen E gedrückt, weil ich dachte, da wär jetzt irgendwie was zum, ne? Guten Tag. Hey, Ambrosius, sag mal an. Ein Procapon. Schwerer, sowas zum Beispiel wäre vielleicht noch eine Lösung. So eine gepolsterte Bunthaube. Einfach nur, damit wir nicht so gut entdeckt werden, aber der Rest. Nee. Ich würde tatsächlich mir aber trotz alledem eine. Oh, schwarzer Popon. Ich würde mir tatsächlich so eine schwarze Bunthaube. Was haben wir denn für eine? Warte mal. Ah, die ist zu auffällig. Nee, das ist genau die gleiche, ha? Huh? Nee, gar nicht mal. Die schützt genauso viel. Aber achso, die hat einfach mehr... mehr Charisma, unsere. Ist okay. Ist ein Riesenunterschied. Nehmen wir mit. Haben wir dann mit dabei. Dann können wir auch endlich Quatsch machen. So. Oh, wir haben noch die ganzen Waffen und so. Uiuiuiuiui. Zum Gemischtwarenhändler, auf geht's! Alter.
Ja. So, oh Gott. Ruckel. Ruckelattacken. Da vorne. So, jetzt würde ich mal sagen, aber... Nee, ich gehe nochmal rein, bevor... Dann können wir auch die Folge in Ruhe beenden. Dann können wir auch zurückreiten. Im nächsten Moment. Oh, Junge. Guten Tag. So, jetzt. Gott über dich wach. Ja, ist ja gut. Über dich nicht. So. Drei können wir verkaufen. Komm, die Jagdpfeile braucht doch keiner mehr. Kumanische Äxte, Bögen. Verbesserte Jagdpfeile haben wir genug. Hier kann nichts verkauft werden. Ja, guck mal hier. Halleluja. Hasenfleisch, Trinkwasser. Grieben haben wir. Alter, was für ein Zeug wir haben. Trank des Baden kann weg. Schnäppges kann weg. Konservierungsmittel kann weg. Zweimal Katerbier kann weg. Unbekannte Tränke können weg. Aqua Vitalis können wir auch verkaufen, komm. Die Brezel auch. Passt schon, passt schon. Und hier haben wir nichts. Sehr gut. Etzatla. Einmal falschen, dann läuft der Lachs. Sprechen wir. Ja? Gehen wir mal so. Was sagst du? Schon besser. In Ordnung. Sehr gut. Hey. So. Und mit ein bisschen Schwankerei und ein bisschen betrunken sein, verabschieden wir uns in die nächste Folge. Von daher, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.